Viel zu früh. Du musst schon anfangen und dann darf ich erst drücken. Geht? Jo. Kurz vor der Sendung? Was? Was kurz vor der Sendung? Sollen wir uns streiten? Ja, wir können jetzt einmal streiten vor der Kamera. Welche Drüse? Welche Drüse? Okay, willkommen von ganzem Herzen an alle, die jetzt da sind. Von mir auch hallo. Geht's? Okay, ja. Du siehst schön aus heute. Ich sehe heute schön besonders aus. Besonders schön. Da ablasse ich richtig dagegen. Ich glaube, ich setze mich wieder auf mein Höckerchen da hinten. Okay, Sendung Geistwesen Drüsenmeisterschaft, 15. oder 16. Sendung. Wir, Absicht ist, voneinander zu lernen, und zwar, dass jeder hier nicht irgendetwas sagt, was gelesen hat oder was wissen auch schon oder was andere wissen, sondern dass jeder mit eigenem Wissen und Können einfach auch handelt. Und dadurch lernen wir voneinander. Erstmal ein paar Anmerkungen. Wesen, Geist, Wesen. Das Wort Wesen ist nicht so unbenutzt in unser Wortschatz. Deswegen ist nicht ungewöhnlich, was wir einfach auch tun. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Gesundheitswesen nehmen, das Wesen der Gesundheit, Staatswesen. In den meisten Organisationen, in den meisten Strukturen gibt es einfach auch ein Wesen. So gibt es einfach auch das Wesen des Geistes. Und was ist das Wesen? Das ist was Lebendiges. Sollte zumindest lebendig sein. Also das verbinde ich damit. Was? Genau, ein Wesen ist was Lebendiges. Mhm. Gestern hat Clarisse über die Naturwesen gesprochen. Also es gibt positive sozusagen und negative, obwohl die negative tragen dazu bei, dass die positiven sich weiterentwickeln. So, negative Geistwesen, positive Geistwesen, Naturwesen, Staatswesen, Gesundheitswesen, Bildungswesen. Das heißt, das Wesen ist eigentlich, gibt es ein Bildungswesen wirklich in Deutschland? Ist nicht wirklich, lebt nicht wirklich, es lebt von der von uralten Skripten oder von ist nichts mehr lebendig oder viel zu wenig, ne? Okay. Was ist ein Wesen und was ist ein Unwesen? Was ist ein Unwesen? Was heißt Unwesen auf Deutsch? Man sagt, du treibst wieder dein Unwesen. Unwesen. Was Schelmisches, muss ich lachen. Das ist irgendwie. Ja, du musst lachen, die anderen ärgern sich. Okay. Okay, Geistwesen, Drüsenmeisterschaft. Geistwesen, das Wesen des Geistes. Was ist das Wesen? Ist etwas Lebendiges. Und etwas, was von der Physik, von der Chemie,
von der Natur aus eigene Organe hat, eigene Funktionen, die einfach auch an sich ein Spiegelbild des Universums einfach auch sind. So ein System, der einfach auch funktioniert. Mhm. Familienwesen, so jede Familie hat ein Wesen und jede Stadt hat ein Wesen. Und das Wesen ist das, was man nicht sieht und es doch gibt. Denn Gesundheitswesen gibt es nicht und sieht man es nicht. Bildungswesen, na, es gibt es schon. Also die Gründerenergien sind immer da, sonst gäbe es nicht. Also ich denke, das Gesundheitswesen ist mehr auf das Soziales basiert, dass jeder sich Pflege und Reparatur leisten kann und Bildung auch. Ne? So, die Drüsen, unsere Drüsen, die jetzt sich aktivieren, sind die Verbindung zwischen das Wesen, also das Ganzheitliche, und die Erfahrungen, die wir in dieses Leben gemacht haben, und zwar auch unser Verstand, unser Körper, das, was jetzt geschieht, die Lektionen, mit denen wir jetzt konfrontiert sind. Und Aufgabe dieser Sendungen ist einfach, die Drüsen, die nicht untersucht worden sind, kaum geforscht worden sind, neu zu sehen, neu zu entdecken, deren Funktionen und deren Möglichkeiten, weil die Drüsen können uns einfach auch die Freiheit geben, direkt mit unser Wesen zu kommunizieren, mit den Geistwesen, mit den Stadtwesen, mit den Länderwesen. Jedes Land hat ein Wesen. Ist eine Wesenheit. Ich wollte gerade sagen, hat nicht, sondern ist ein Wesen. Ist ein Wesen. Hat nicht, ist. Es gäbe einfach auch, es gibt kaum Staaten, die nicht ein Wesen sind, in irgendeiner Form. Das heißt, wenn man von Deutschland spricht, Deutschland ist ein Wesen, ein Geistwesen. Und treibt Unwesen. Und so, was in der Peripherie einfach auch geschieht, die Gesetze, oder das ist was anderes. Die Verfassung der USA hat ein Wesen, hat ein Geistwesen durch die Gründerenergien, was der Bush oder die anderen einfach auch tun, was Obama schafft oder nicht schafft, das ist was anderes. Und die Drüsen sind einfach auch eine direkte Verbindung zwischen Obama, das jetzt, und den Geistwesen der amerikanischen Verfassung. Also die amerikanische Verfassung hat es einfach auch möglich gemacht, dass diese neue Gedanke von Demokratie, Föderalismus, es hatte einfach auch ein bisschen was Heiliges an sich, ne? Der einfach auch möglich gemacht hat, dass der Narzissmus nicht entstanden ist, weil ohne Amerika wären wir vielleicht noch unter Hitler oder Mussolini oder, ne? Also ohne diese Geistwesen. Und deswegen, das Wort Geistwesen und Wesen, Wesenheit würde ich nicht jetzt in den Bereich bringen des Komisches oder des sondern ist ein Bereich, was einfach auch wichtig ist und auf die Essenz einfach auch geht. Und die einfach nicht nur auf einen Mensch zu übertragen ist oder auf ein Tier, auf eine Pflanze, sondern einfach auch auf eine Organisation, auf eine Firma. Das Opelwesen auf ein Land, auf ein Kontinent und natürlich auch die Erde ist auch ein Wesen. Ne? Und du sagst was Lebendiges. Was ist lebendig?
Und ständiger Veränderung. Aha. Ja, ist ja nichts Statisches, ist ja ständig. Ja, das heißt, liebe Menschen, wenn wir Wesen sind und sein wollen, sind wir in ständiger Veränderung. Ist dir das rausgerutscht? Also nicht 30 Jahre immer das Gleiche, sondern in ständiger Veränderung. Mhm. Okay, im Wesen... Und wir mischen und wir haben da Widerstände in diesen ständigen Veränderungen. Wir kommen manchmal nicht hinterher. Eben. Und wollen stecken und stehen bleiben. Und jeder Widerstand der ständigen Veränderung verstopft einfach auch die Drüsen. Und kommt ein Schmerz, eine Krankheit, ein Problem. Also ein Problem ist der Widerstand dem ständigen Wandel. Mhm. Ja. Wow. Wir sehen es ja jetzt, also so in jeder jeglicher Form, jetzt unsere Veränderungen, was auch GTV betrifft oder unseren Standort oder wie auch immer. Sobald es irgendwie loslassen, dann kommen, ohne dass wir uns kümmern, kommen irgendwie Anrufe, kommen da. Also jetzt diese Kontakte, die wir bekommen, die sind so synchron und so, da sind wir nur am Staunen. Ne? Also, ja. Ja, große Veränderungen sind in Gange, auch bei GTV. Das teilen wir noch ein bisschen Geheimnis mit. Okay, jetzt in diese Sendungen haben wir vor, in diesem Kontext voneinander zu lernen und miteinander zu forschen für etwas, was die Wissenschaft nicht leistet, was die Religionen nicht leisten, was die Medien nicht leisten. Das, was wir forschen, erlauben wir uns, das Neueste zu entwickeln in den Formen, die uns einfach auch möglich sind. Schneesturm, niemand kann reisen, wir sind verbunden, wir sind am Lernen, wir sind göttlich, wir sind selig und alles, was wir in diese Abende entwickeln und entwerfen, wird uns alle zugutekommen und der ganze Erde. So, dass ich nochmal wiederholen möchte, ich möchte jetzt nicht unterrichten, mein Dienst, unser Dienst ist der Koordination. Ich fange an, ich gebe in einen Impuls und jeder ist dazu eingeladen über Skype, ich öffne jetzt Skype, über Facebook oder über E-Mail oder übers Telefon die eigene Erfahrung und die eigene Weisheit im Moment am besten kommen zu lassen. Okay. Und das ist das, was die Dani, da wollte ich nochmal sagen, die vielleicht gestern nicht dabei waren oder nochmal wiederholen, hat festgestellt, dass ein wesentlicher Eckpfeiler, einer der drei wichtigen Komponenten von GTV Kommunikation, aber Kommunikation nicht das Cheat oder wie nur sprechen, sondern die Vielfalt, dass jeder, dass man viele Stimmen hört, das ist das Lebendige. Umso lebendiger und umso, ja, das ist, also das ist ganz Wichtiges. Und das wird ja von Tag zu Tag verändert sich das und werden mehr, die jetzt zu hören sind. Das ist wunderschön. Okay. Für den Beginn sind sehr viele Meisterenergien, die jetzt dabei sind und jeder kann sich einfach auch melden. Und für den Beginn wollte eigentlich Shelka, wolltest du eine Poesie machen oder das nochmal ansagen oder... Sonst lese ich das einfach auch vor. Und gerne für die Schilddrüse, damit sich mehr trauen für die Kommunikation, kann ich gerne auch 1-2 Übungen gerne, ja. für die
für die Schilddrüse, damit wir uns aktivieren und ja, damit sich noch vielleicht noch mehr trauen, damit wir viele Stimmen heute hören. Ja, eben den Satz ist einfach, bevor du anfängst und dann die Übung. Ne? Hallo, hallo. 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 Hallo, seid ihr alle da? Ja. Ja, ich bin auch da. Okay, jetzt, wolltest du jetzt lesen, oder? Nee. Okay. Jetzt ist live. Ist ihre Stimme. Ja. Genau, dann mit deiner Stimme, Checker. Was wollt ihr denn? Eine Einführung mit deiner Stimme. Einführung mit meiner Stimme? Mhm. Ja, ich wünsche einen schönen guten Abend in mir. In dem Bewusstsein in mir grüße ich das Licht in dir. Möge der Abend in mir mit euch beginnen. Mögen alle fühlen, das Fühlen in mir ist das Fühlen in dir. Das Hören in mir ist das Hören in dir. Dankeschön. Okay. Dankeschön. Ich danke. Du sagst immer, wenn Schluss ist, da bin ich immer unsicher. Ne? Sonst jeder denkt, der andere sagt was und dann, okay, gut. Ja, es ist schön, das Stille zu verweilen. Ja. Ja. Ja, mich hat heute ja ein Lied begleitet. Und ich habe euch heute Nachmittag einfach auf Skype was geschickt. Lied. Und das habe ich mir jetzt ausgedrückt, weil es so schön ist zu lesen. Es ist von Konstantin Wecker. Aha. Und da sage ich jetzt auch Danke. Und das Lied heißt, was ich an dir mag. Aha. Was ich an dir mag, ist unbeschreibbar. Ist ein ungeschriebenes Gedicht. Besser, ich beschränke mich auf Staunen, mag dich weiter und erklär dich nicht. Was ich an dir mag, ist das Geheime. Jedes Wort zu viel ist schon Gefahr. Denn so schnell verfällt ins Allgemeine, was zuvor so ganz besonders war. Ist es deine Stimme? Sind es deine Hände? Ach, dein ganzes Wesen fesselt mich. Um dich zu beschreiben, bräuchte es Bände. Besser sage ich schlicht, ich liebe dich. Was ich an dir mag, ist ohne Frage auch ein Teil von dem, was in mir ist. Was ich mir erhoffe, auch was ich beklage, alles, was man an sich selbst vermisst. Manchmal ist dein Gang und manchmal dein Lachen, manchmal deine Frechheit, deine Wut. Eins ist nicht genug, was soll ich machen? Was ich an dir mag, du tust mir gut. Was ich an dir mag, ist ohne Frage auch ein Teil von dem, was in mir ist. Was ich mir erhoffe, auch was ich beklage, alles,
was man an sich selbst vermisst. Und jetzt nochmal singen. Dankeschön. Danke. Jetzt, ich kann das jetzt nicht senden, weil ich könnte das einfach auch senden, aber wir haben das jetzt nicht vorgesehen, dass wegen GEMA, ne? Ja. Das haben wir nicht abonniert. Dankeschön. Ich danke. Das war eine Liebeserklärung. Danke. Okay, mach zu, ne? Jo. Okay. Ich schaue jetzt weiter. Ja, singen ist auch was. Okay. Danke, Schelka. Kommt immer eine andere Stimme, eine andere Energie, ne? Mhm. Eine andere Schwingung. Eben, und wichtig ist einfach, dass zwischen all diese Wesenheiten eine neue Wesenheit kreieren, jeden Abend einfach auch in dieser Sendung, wo wir organisch uns organisieren, ne? Und Organismen bilden. Okay, eben, diese Forschung, die wir einfach auch zusammentun, es geht um die Drüsen als zentrale Stelle im Organismus, wo sie eine Verbindung bekommen. Ganz leicht, ohne zwischen Vermittler und ohne zu leiden und ohne und so weiter. So, du wolltest eine Übung machen. Mhm, mit den Zuschauern. Mhm. Nur mit euch. Und ich darf nicht. Und ich krieg das mit, wenn ihr nicht mitmacht. Mhm. Aha. Das auch, aber ich. Okay, dann gehe ich auf den Hocker. Also das ist jetzt, ich denke, dahin kommen wir auch noch, dass man eigene Übungen dafür kreiert. Ja, das ist toll. Das wäre, das auf jeden Fall. Jetzt möchte ich mich, denke, es ist ein Schritt, eine Grundbasis. Dadurch, dass ich einige Zeit Yoga mache, Kundalini-Yoga, und sich da ganz intensiv Kundalini-Yoga sich auch mit den Drüsen beschäftigt, möchte ich einfach, was die geforscht haben, die alten Yogis, was für die Drüsen gut ist. Und ich denke, darauf kann sich dann was Neues aufbauen. Ist okay? Ja. Also die Yogis sagen ja schon, also wirklich, das Leben kommt aus den Drüsen. Und die Drüsen, sagen die Yogis, sind die Wächter unserer mentalen und physischen Gesundheit. Und weil wir gestern das Thema von der Dani, die Schilddrüse hatten und für mich das jetzt nochmal ganz wichtig war, dass wir wirklich viele Stimmen in einer Sendung hören. Ich finde das toll. Muss ja dann auch immer nicht so lang, können auch kurze Beiträge sein. Einfach diese Vielfalt und dass sich jeder traut. Und es ist ja, Schilddrüse ist ja das Sprechen, die Kommunikation. Wollte ich euch einladen, so 2-3 kleine Übungen zu machen mit mir in Bezug auf die Schilddrüse, damit wir die richtig aktivieren und uns dann trauen, vielleicht nachher bei GTV anzurufen. Oh, wow, schön. Also dann düsen wir mit den Drüsen. Ja, also die Schilddrüse, also das war gestern von Dani, weiß nicht jetzt, ob sie da ist, ist die Schilddrüse ist speziell für den Stoffwechsel, für die Jugend und für die Schönheit verantwortlich. Und die Schilddrüse bildet Hormone, das die Leber dann wieder unterstützt. Also das nur mal so als Info, was die Yogis so rausgefunden haben. Oder ja. Okay, das sind ganz, ganz simple, einfache Übungen, die man jederzeit, jeden Tag im Alltag machen kann. Ganz, ganz simpel und einfach. Und findet einfach eine gute Haltung, eine aufrechte Haltung, entweder auf dem Stuhl oder auf dem Schneidersitz, wie auch immer, wie es euch bequem ist. Und habt die Aufmerksamkeit einfach auf eure Schilddrüse. Und die erste Übung ist im Prinzip, den Kopf ganz langsam zu kreisen. Ganz langsam. Wenn wir vorgehen, atmen wir aus.
Und wenn wir zurückgehen, atmen wir ein. Ganz langsam und dezent. Machen wir dreimal in jede Richtung. Vorsicht beim Nacken, einfach ganz behutsam mit sich umgehen. Wenn wir fertig sind, dann wieder in die Mitte kommen. Also es sieht so einfach und simpel aus, aber das hat gewaltige Auswirkungen. Also es aktiviert die Drüsen absolut. Jetzt kommt was, die Schilddrüse speziell, jetzt kommt was Dynamischeres. Und zwar rollen wir die Zeigefinger unter die Daumen. Genau. Beim Einatmen, also ist jetzt für die Schilddrüse und auch für die Lunge, damit wir besser Luft bekommen. Einatmen hoch, ausatmen runter. Und das schnell. Sieht dann so aus. Einatmen, kurz den Atem anhalten und entspannen. Okay, und die dritte und letzte Übung ist einfach die Arme beugen. Wir schauen dabei nach links, Arme strecken, rechts, links und immer den Kopf mitnehmen und das auch im schnelleren Tempo. Der Atem bestimmt das Tempo. Also links gebeugt, ausgestreckt rechts und schneller atmen. Mitte kommen und entspannen. Also das waren jetzt nur kurz angedeutet, man kann hier auch länger machen. Es kann sein bei der letzten Übung, dass einem am Anfang ein bisschen schwindelig wird, aber das gibt sich mit der Zeit. Aber man spürt, also wenn jetzt, also ich spüre richtig das Feuer, also dass da wirklich was ist, was im Gange. Ich hoffe, ihr könnt es auch spüren. Und wie gesagt, das war sogar nur kurz angedeutet. Und eine ganz einfache Übung auch, die man wirklich im Sitzen, indem man die
Also mehr denn eigentlich im Liegen. Ich mache es jetzt mal auf dem Hocker, ich hoffe es geht. Im Prinzip, wenn man liegt, sozusagen die Knie ganz nah an den Körper, sozusagen, dass der Nacken, der Oberkörper hochkommt, die Arme fassen und dann auch richtig reinschnüffeln. Also das auch, also es geht immer um diesen Feueratem auch, also das wird absolut hier aktiviert. Genau, das ist so, obwohl es jetzt keine Übungen von mir sind, denkt, es kommt, aber dennoch wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Das ist so aus meinem Repertoire von den Yogis. So. Und ich finde, man kann ja alle Weisheiten oder alle, was es auch schon erforscht worden ist, von Drüsen dürfen ja auch erwähnt werden oder dürfen ihren Platz finden. Ja. Genau. Okay. Schön, Dankeschön. Das heißt, wir könnten einfach auch... Das war jetzt nur für die Schilddrüse. Ja, genau. Wir sind jetzt noch am Einladen, ne? Und wir probieren das aus und das aus, geben Info, machen Erfahrungen. Das heißt, in dem Moment, wo sich das Ganze weiterentwickelt hat, wäre gut, einmal pro Abend eine Übung zu machen und dann aber richtig länger und dann jeder erzählt die eigenen Erfahrungen und zu schauen, ob diese Übungen zeitgemäß sind und wie wir das einfach mit das, was wir gelernt haben, wo wir das einfach auch integrieren können. Ne? Aber ich finde interessant, also mir war das vorher gar nicht so bewusst, weil sich sehr viele immer mit den Chakren beschäftigen. Und seitdem ich habe das noch nicht so lang, einfach DVD, war ich dann erstaunt, dass es immer wieder um die Drüsen und dass es, und immer wieder wird betont, das Leben steckt in den Drüsen und wenn die Drüsen im Gleichgewicht sind, dann sind wir auch in Balance, ne? Also dann, und das finde ich spannend, das kam genau jetzt mit der Forschung zusammen. Also, ja, gibt es einfach schon uraltes Wissen auch. Ja, das wäre natürlich schön, wenn jemand das einfach auch sammeln würde. Übungen, ne? Vielleicht kann man einfach im Netz, dann könnten wir immer vorher eine Übung machen, weil sonst reden wir über die Drüsen, aber machen wir keine Übung, finde ich ganz toll. Ne? Ich konnte jetzt nicht ganz mitmachen, weil ich Regie machen muss, aber wenn jemand eine Resonanz hat, bitte ich einfach auch drum. Schreibt einfach auch, was ihr gespürt habt. Wer möchte, oder ruft an. Also für die Nebennieren zum Beispiel gibt es wunderbare Übungen, auch für die Hypophyse, Zirbeldrüse. Gibt es wunderbare Übungen. Speziell auch für die Nebennieren, also für die Nieren zur Ausscheidung, zur Entgiftung, wunderbare Übungen. Und das ist richtig spürbar. Genau. Für die Organe oder für die Drüsen? Für die Drüsen, speziell für die Drüsen. Schön. Also die Yogi haben sich auf unsere Einladungen kaum gemeldet oder wenig. Um welche Yoga-Richtung ist es? Kundalini-Yoga. Kundalini-Yoga, okay. Mhm. Gut. Also das Dynamische. Es gibt ja Kundalini-Yoga, dieses Sahaja-Yoga, das ist ja mehr in Stille, in innerliche Bilder, sondern das von Yogi Bhajan, das Kundalini-Yoga. Okay, Dankeschön. Ja, dann können wir einfach immer eine Übung machen, ne? Okay. Und gerne würde ich dann lieber, vielleicht ist es gut, wie du sagst, eine Übung dann richtig, vielleicht eine oder zwei Übungen dann richtig, weil es geht schon, dass man an seine Grenzen geht und dass man spürt, dass der Körper, also das Leben in den Drüsen spürt, richtig spürbar wird und wie die Yogis auch, das fand ich so schön, wie die das beschreiben, dass es dann ab einer bestimmten Stelle, weil man macht das schon alles länger, kommt so ein Kampf, so ein Zwiegespräch zwischen Körper und Geist. Und dann gibt es eine Entscheidung, die man trifft, wer gewinnt.
ob der Geist gewinnt, ob es dann Schmerz oder Lust wird. Aha. Und das ist total spürbar. Irgendwie so, oh, ich kann nicht mehr und will nicht mehr. So kommt dann so ein Moment und wenn du da drüber gehst, dann kommt eine richtig neue, wie du immer sagst, Second Wind, ne? Sagst du immer. Mhm. Und das ist total spürbar. Und dann kommt Dani und sagt, das ist schmerzvolle Lust oder lustvoller Schmerz. Und alles ist, und 3 ist 1. Ja. Wenn man, genau, wenn 2 sich streiten, dann gewinnt der Dritte und das ist dann die... Die Erkenntnis gewinnt immer. Ja. Gut, das wäre vielleicht, ist es besser am Anfang der Sendung oder am Ende? Könnte man das vorbereiten? Mhm. Ne? Mhm. Kann man individuell vielleicht auch schauen, aber ich finde es am Anfang nicht schlecht. Wobei wir jetzt auch schon die Einführung stellen. Kann man einfach schauen. Na, ich würde das ansagen. Ach zum so. Beispiel Punkt um diese Uhrzeit. Übung. 10 Minuten jeden Abend. 10 Minuten die Zeit auch und 10 Minuten Übungen für und so weiter. Mhm. Dann machen wir die Fläche da frei, die Kunstfläche und dann machen wir das. Ja, es ist schön, wenn man es am Anfang macht, also nach der Einführung von Shelker, weil es ist schön, dass dann, ja, dass man gleich im Spüren dann ist, dass es dann schon aktiviert ist. Mhm. Also, und dann wirkt es ja auch weiter. Mhm. Also dann zuerst Shelker, dann die Übung und dann gehen wir in das Thema rein. Mhm. Dann vielleicht ein paar Worte, weil viele sind neu. Ich sehe, kommen täglich einfach auch neue Leute. Eine Begrüßung, der Neue, und dann erklären, was wir machen, dann Shelker und dann die Übung und dann schauen wir vielleicht, dass ich würde das gerne vielleicht mit Josef, der Atem des Lebens, mal machen. Mhm. Oder mit unbedingt. Herbert oder mit alle, oder mit Markus. Okay. Oder mit Clarisse, also wer gerade, gibt es 2 Markus oder? Unterschiedlich? Nein, warte, habe ich jetzt nur geguckt. Heute ist so eine Ruhe, ne? Ja, das ist die Natur, ne? Wir sind gezwungen, durch die Natur nach innen zu gehen, ne? Und das ist auch, gestern war ziemlich stürmisch, es war eiskalter Wind und überall auch in Deutschland war Schneesturm, es war sehr aufgewühlt alles. Und heute, wo ich draußen war, es war so... Ich musste auch ständig innehalten, musste ständig anhalten, was ich sonst selten mache. Bin total durch tiefen Schnee gestapft. Und das war einfach so eine Stille. Und auch der Wind war vollkommen weg. Es war einfach nur Ruhe und Stille, musste ich immer wieder. Das war, und das ist jetzt auch jetzt spürbar. Irgendwas ist so ein, ja, wie es halt immer ist nach dem Sturm. Ja, anscheinend sind morgen große Veränderungen. Irgendjemand hat geschrieben, dass am 3. einfach auch große Veränderungen gibt. Ne? Oh, die Ruhe vor dem großen Sturm sozusagen. Ich dachte, das war jetzt die Ruhe nach dem Sturm. Ah. Gut, was machen wir? Ja, vielleicht sollte man die Energie nutzen, wenn einfach große Veränderungen im Gange sind. Vielleicht ist es einfach einfach ruhigere Sachen. Uns verbinden, die Stille spüren, hat jemand einen Impuls? Okay, dann frage ich einfach Channeling, ne? Frage ich mal, ne? Ja? Mhm. Okay, dann frage ich vielleicht, ich möchte einfach auch Osho fragen, durch dich, was gerade schlau bist du. Im
was sich gerade verändert. Das erste Wort was ist die Dynamik. Es ändert sich die Dynamik. Bisher gab es immer noch einen gewisse Wellen, einen gewissen Rhythmus drin. Zwischen auf und so gewissermaßen auf und ab. Es gab immer Wellen und jetzt verändert sich das. Die Dynamik, gesamte Dynamik wird sich verändern. Es ist nicht mehr absolut nach keinem System mehr, nach keinem ist nicht mehr kontrollierbar oder nicht mehr. Es wird uns erstmal ein bisschen verunsichern oder aus der Bahn bringen vielleicht. Oder es ist wichtig, uns voller Vertrauen da reinzugeben. Und dann wird's leichter. Also ich sehe einfach wie so ein großes. Ich weiß auch nicht, so irgendwie so ein Blatt, irgendwas Rundes, wo wir uns reinlegen und mitschwingen. Uns mittragen lassen. Und uns richtig zusammenkugeln dabei, also uns richtig bequem machen, uns entspannen dabei. Also das Bild sehe ich. Und dann wird's leicht, dann werden wir so getragen und passieren so Dinge, wo wir uns nur wundern, kaum dass wir es vielleicht gedacht haben oder ausgesprochen, kommt schon da und da der Impuls, es wird irgendwie und es kommen viele unvorhergesehene Dinge jetzt, also so total wie aus dem Nichts, so aus den Wellen, ist ja manchmal so irgendwie so eine Kurve, wo sich das dann schon entwickelt oder entwickelt hat. Und das verändert sich jetzt, die Dynamik. Es kommt wie aus und dann ist wieder Ruhe. Und wir denken, okay, jetzt kann ich mich entspannen, denn so spüre ich das. Und das wird spannend. Ist die ganze Zeit sowieso schon spannend, aber es ist kann uns manchmal ein bisschen aus der Bahn werfen und umso wichtiger ist es, dass wir uns immer wieder in Gleichgewicht bringen und da ist natürlich das Thema Drüsen absolut präsenter denn je, weil die bringen uns ins Gleichgewicht und wie gesagt nochmal die Information, nicht mehr irgendwie versuchen selbst, sondern wirklich sich tragen lassen, also sich wirklich dem voll hinzugeben und mit und dann werden wir mit katapultiert. Ansonsten hängen wir da vielleicht irgendwie mit einer Hand oder einem Arm oder und das ja dann gibt's Schmerz oder nimmt uns den Atem oder gibt's Panik oder was auch immer, sondern wenn wir mit auf dieser Welle gehen, mit auf diesen dann wird es leichter. Es wird auf jeden Fall total spannend. Ja. Und das ist das, was ich seit ein paar Tagen, das ist so für mich auch ungewohnt, dass ich denke, oh Gott, vielleicht ist mein Herz nicht in Ordnung. Das ist die letzten Monate oder seit ein, zwei Jahren spüre ich immer so ein bisschen so so ein bisschen Müdigkeit, ein bisschen matt oder so ein bisschen einfach so ein bisschen so Plätscher die Plätscher. Und seit ein paar Tagen erst, dass ich denke, oh Gott, es ist so, ich wache auf mitten in der Nacht und oder am Tage so, oh Gott, was ist das denn? Das ist eine innerliche Aufregung auch und das Herz, also das ist, ja, also ich spüre das total, was auch der Körper wird sich. Funktioniert sich gerade total mächtig um. Und umso mehr wir uns da reingeben, umso mehr kann an uns gearbeitet werden oder kann sich das mit umstellen.
Und ansonsten gibt es einen Gegenpol und das ist dann nicht so angenehm. Okay. Ja, kann man das, danke, Verena, ich gebe Sabine recht, wieder recht, was die Dynamik anbetrifft. So, oh, es wäre schön, Verena, von dir, Mensch, du bist ja so klar, auch in deinen Channelings, ja. Von dir da ein paar ja, Worte das, zu dem Thema zu hören. Das kann ich dann, also jeder kann anrufen, ne? Ja. Das heißt, die Wellen, so wie ich das verstanden habe, bis jetzt waren Wellen in der Dynamik. Jetzt habe ich verstanden, kommt ein Puls, also Impulse. Mhm. Also das ist die Veränderung der Dynamik oder die Quantik. Die Quantik geht es einfach auch, dass es für mich, so wie ich das verstehe, dass es springt, so wie ein Frosch. Ja. Jetzt ist A, wo bin ich? Und jetzt ist plötzlich wieder B. Dass die in der Dynamik des Geschehen und des Wandels einfach auch von Wellen, Impulsen und Quantensprünge sich verändert hat. Und deswegen, wir können da nichts mehr, das lässt sich gerade nichts fokussieren, festhalten, gar nichts. Das ist so. Das heißt, hüpfen und springen, wenn wir ein paar Springübungen machen. Ah, deswegen die. Oder Puls, es gibt Tibetan Pulsing Healing, was unglaublich göttlich entwickelt wurde von Swami Dhiraj. Schon gehört, ja. Der jetzt seinen Körper verlassen hat, aber diese Methode war immer sehr schön. Gut. Und also, danke nochmal mit den Freudensprüngen, was du für mich, ich mache das jetzt jeden Tag, kommt einfach, ohne dass ich sage, ich muss es jetzt machen, sondern der Impuls kommt von ganz allein und das, das tut so gut. Ja. Ja, man macht das manchmal auch mit uns. Ja. Machen wir vielleicht zum Schluss, mache ich einfach auch frei. Ja. Undine, Impuls. Ah, Impuls. Impuls. Oh ja, von dir ein Lied, wir Undine. Sind Impuls. Schön. Undine. Vielleicht Heidi Kiegele oder Undine. Warte mal, lesen wir. Markus, mich gibt es nur einmal. So schön euch zu spüren. Der Himmel hat sich in der Nacht schon so geöffnet. Wunderschöne, unterstützende Energien unterstützen uns. Ganz liebevolle Wesen sind zur Unterstützung jetzt da. Erde bewegt sich. Weihnachten wird schon früher sein. Schon früher sein. Ich bin bei euch, euer Markus. Also der Weihnachtsmann. Das fühle ich auch so. Der ist schon. Ja. Ja. Der Weihnachtsmann ist schon da. Ja, ne? Ist wirklich so. Ja. Und eben noch, du hast einfach auch Osho durch dich sprechen lassen oder wahrnehmen lassen. Ja, mit dir. Ja, das hatte ich vorher nicht, die Infos. Kam in dem Moment, als du es angesprochen hast. Ja. So, von Verena eine kleine Frage an Jeet. Hast du einen Bezug zu Maria Callas? Danke, Verena. Ich habe vor, also Verena ist Mittragende, eine schöne Seele von GTV, wer sie nicht kennt. Ich habe vor 2 Tagen sehr, sehr, sehr mit Maria Callas mitgefühlt. Vielleicht kannst du was sagen, wer sagt das vielleicht nichts? Opernsängerin, also Maria Callas, habe ich zufällig auch einen Bericht gesehen. Ne? Singen, Impuls von Undine, Maria Callas von Verena. Warte mal, Undine hat neu geschrieben. Ich hole nur schnell die Gitarre, Kamera ist an. Oh, schön. Vielleicht machen wir das telefonisch, weil sonst muss ich an den anderen Computer.
Oder zum Schluss. Machen wir. Zum Schalten. Es wäre schon schön, wenn es gehen würde. Oder wenn es. Du bist der Chef, sorry. Aber schön wäre es. Zum Schluss. Ja, also ja, wenn gerne. Es geht, dann schalten. Ja, und Dine, dann schalten wir dich zum Schluss. Dann gehen wir noch ein bisschen in Maria Callas. Also, Maria Callas lebt nicht mehr, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört. Sie war mit Aristoteles Onassis zusammen. Und als Jackie Kennedy zu Onassis kam, wollte sie einfach um ihn kämpfen. Und die Maria Callas hat einfach auch ihre ganze Liebe an Onassis gegeben und sie hat sich dabei aufgegeben. Und was hat, wo ist jetzt der Bezug jetzt zum Thema? Da gibt's, weil also kommt ja nicht umsonst jetzt. Ja. Es ist ein Geist, das Wesen eines Geistes, okay. Maria Callas, die jetzt durch Undine, durch Verena jetzt einfach auch geweckt, jetzt sich meldet. Okay. Ne? Verena, vielleicht ist gut, wenn du anrufst, ne? Also nochmal, es ist richtig, Maria Callas, den Geist, das Wesen, den Geistwesen. Und sie hat ihre ganze Liebe und dann wurde sie ersetzt von Jackie Kennedy und niedergemacht. Und sie starb einfach auch, glaube ich, sehr isoliert. Einsam und hatte sie einfach ihre ganze Liebe, na und sonst ist es nie, ne? Aber. Ich hätte schon nicht tippen können. Achso, okay. Warte mal. Okay. Also wie gesagt, ich war sehr, sehr in Mitgefühl mit dir. Es hat mich sehr, sehr berührt vor 2-3 Tagen. Mhm. Und Dina hat auch was geschrieben zu dir? Ich hole nur schnell die Gitarre an. Telefon Maria ist auch Callas immer. Geniale Arien, voller Hingabe und Liebe. Ja. Okay, Verena, jetzt freuen wir uns auf deinen Anruf. Das klappt ja. Hallo. Hallo, hallo? Verena. Schön. Grüß dich. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Schön. Ich mich auch. Ja. Schön, ja. Alle. Die ganze Welt und das ganze Universum hört und freut sich auf dich. Also du weißt, ich rufe ja eigentlich nicht gerne an. Aha, okay. Aber es drängt mich dann doch jetzt ziemlich. Aha, okay. Also ich habe einfach vor ein paar Wochen, wo ich mich gemeldet habe, dass ich eine Frau da habe, die eine Botschaft für dich hat, das war die Maria Callas. Also der Name kam auch gleich und ich habe sie gesehen, also vor meinem geistigen Auge. Und du hast mich heute... darauf angesprochen, ob wir vielleicht nochmal drüber reden könnten. Da hatte ich dann noch keinen Impuls. Aber jetzt spüre ich also sehr stark, dass sie einfach da ist. Ich spreche jetzt einfach mal, was ich so bekomme, ja? Mhm. Also ich spüre einfach, also sie ist sehr präsent. Ich spüre einfach ganz stark ihre Kraft, die sie ausstrahlt und sie fühlt sich mit dir sehr verbunden, ja. Also in diese Liebe, die du in deine Arbeit reinsteckst,
die sie auch in ihre Arbeit reingetan hat. Das ist so die Verbindung zu dir. Und es ist so, dass sie eben dir sagen möchte, dass du, also diese Liebe zur Arbeit ist zwar schon gut und positiv, aber dass du dich auch nicht drin verlieren sollst. Also es ist wie, wie als ob sie sich ein bisschen Sorgen macht. Also sie kommt sehr impulsiv und bittet dich quasi die Liebe, die du in dem Außen gibst, auch dir mehr zu schenken. Diese Aufmerksamkeit, die du in das Außen gibst, auch dir zu geben. Ja, das ist die Hauptbotschaft. Die Liebe mehr zu dir geben. Es ist wie, wenn du diese Aufteilung von deiner Aufmerksamkeit und deiner Liebe so großzügig im Außen aufgeteilt hast. Also es ist wie, wenn ich so einen Kreis sehe mit Aufteilung von Prozenten, wo ein Teil die Arbeit ist, die Liebe zur Arbeit, und dann ist ein geringer Teil, wo der Cheat steht. Das schön. Geht es. Kannst du das so für dich annehmen? Ja, das ist perfekt, das ist klar. Das ist, wenn sie das sagt, da hat sie einfach eine Autorität. Ne? Wenn ich das sage, zählt nicht, so muss erst jemand anders kommen. Ja, und ich würde das nie sagen oder ich würde mir das auch nie erlauben. Ja, weil das ja auch schon was ist, wo ich mich eigentlich auch nicht einmischen möchte, wie sehr die Cheat seine Energie verteilt, ne? Aber sie hat also sehr stark einfach das Anliegen. Ja, auch weil sie das nicht gemacht hat. Ne? Ja. Ja. In ihre Geschichte überhaupt nicht. Ja, ja. Oh, das ist wunderschön. Es ist unglaublich. Eben vorgestern oder vor 2-3 Tagen habe ich sie so stark gespürt. Mhm. Ich war so stark mitfühlen. Es gab einen Bericht, ne? Über sie, ne? Und okay. Also ich habe selten jemand so stark da. Also mir zittern die Hände, die Energie ist extrem stark. Ja. Das heißt, dann könntest du ja auch durch dich singen, ne? Heute nicht. Na, mit heute nicht, das kenne ich. Dann Undine. Dann Undine. Jetzt eine Frage, warum habe ich sie nicht direkt wahrgenommen? Es ist, weil dieses Thema man selber nicht so sieht. Also du könntest dieses Thema jetzt nicht so erfassen, wie ich das dir jetzt quasi geben kann. Okay. Und du das quasi auch nicht so ernst für dich. Wenn du das siehst, du erkennst vielleicht so ein bisschen einfach die Ähnlichkeit oder die Resonanz, aber du kannst es nicht so stark einfach annehmen, wenn es jetzt von ihr direkt in Anführungszeichen kommt. Nee, warum habe ich sie nicht gespürt direkt? Das hast du, hast es eben gesagt, du hattest ja. Nicht, das hast du. Okay, aber du hattest die Information schon vor 10 Tagen, ne? Ja, ungefähr. Länger schon. Okay. So, und was ist jetzt möglich an, ich denke, das ist nicht alles, ne? Nee. Das heißt, ihre Liebe oder ihre Kunst oder ihr Wesen steht uns zur Verfügung, möchte mit uns sein, möchte sich mit uns freuen, mit uns teilen und möchte einfach auch sprechen. Komisch, ich bekomme also manchmal den Impuls, ganz laut
zu sprechen oder viel zu sagen, aber ich spüre sie extrem körperlich. Also ich habe noch nie so einen Kontakt körperlich so stark wahrgenommen. Das finde ich jetzt auch sehr ungewohnt. Mhm. Naja, weil im Süden, wir sprechen alle so ein bisschen lauter, ne? Und wenn du in Süden, wenn du in Neapel wärst, würdest du auch ganz anders sprechen, ne? Das heißt, das ist ihre Energie, auch zack, ja, so diese Lautstärke, ja. Und die kannst du einfach auch zulassen, ne? Nur, du musst einfach auch nicht mit den gleichen Lautstärke, wenn du, das heißt, für mich ist einfach, es ist ein Weitergeben von Energie, ne? Das heißt, ich lade jetzt einfach offiziell Maria Callas an diese, unsere ja, Abendbegegnungen teilzunehmen und sich auch mitzuteilen. Mhm. Und ich lade dich ein auch, ich werde sie einfach ausspüren. Ja. Ich lade dich einfach auch ein. Ja, sie zu channeln, weil sie hat schon, sie war zum Schluss einfach auch in der Kunstakademie hat sie gearbeitet, hat sie irgendwie Menschen geholfen, mhm. Aber irgendwie doch ein bisschen so, dass ihre Größe nicht wertgeschätzt wurde oder nicht, weil sie hat alles gegeben, ne? Und wenig für sich ja. Einfach auch gemacht, ne? Ja. Kommt mir sehr bekannt vor. Und ja, und deswegen, ich nehme das an, ich setze das um und trotzdem einfach auch für mich ist es schön, wenn sie auch nicht nur für mich was macht, sondern auch für sich selbst. Und ihr Wesen, ihr Geist ist hier sehr herzlich eingeladen, mitzuwirken. Und wenn es um Sprache geht, durch mich, durch dich oder durch Undine oder jemand anderen einfach auch zu singen. Und besonders im Bereich Kunst, weil sie wusste, sie weiß, was Kunst ist und was Emotionen sind, dass sie auch uns unterrichten kann. Im Bereich auch auf diese Veränderung. Ich glaube, diese Dynamik, die jetzt Sabine angesprochen hat, Impuls, sie hat sich ja zwar zurückgehalten, aber sie war doch impulsiv, ne? Ja, ja. Und sie war uns der Zeit im Voraus und dass sie die, eben diese Dynamik, die wir jetzt sich einstellt, dass sie das schon in sich einfach auch hatte. Und deswegen hast du das jetzt einfach auch vielleicht geschrieben und hast du einfach auch dann dazu gesagt, ne? Das passt jetzt, ne? Und das heißt, wenn sie uns begleiten möchte in diese Dynamik, in diese Veränderung der Dynamik des Lebens, die auf dieser Erde ist, ist sie sehr gerne eingeladen und alle Impulse, wir werden achtsam sein, ihre Impulse einfach auch zu folgen, durch dich, durch mich. Und bitte ich dich einfach auch drum, wachsam zu sein, weil ich hatte das nicht gleich mitgekriegt. Also ich habe einen totalen, wolltest du was sagen, Karin? Totalen Impuls, warum das jetzt, verstehe ich den Zusammenhang jetzt. Mhm. Und zwar, als mit der Dynamik das jetzt angesprochen wurde und die Botschaft jetzt von dir, wunderschön, Verena, an Jeet. Es ist deshalb wichtig, Jeet, weil sie so mit dir verbunden ist und sie das einfach auch so gelebt hat, mhm. Wie du, zu wenig für sich, wird erstens ein Teil von ihr geheilt, wenn du es tust. Mhm. Und die Botschaft war jetzt deshalb so wichtig, das, was ich gesagt habe in der Dynamik, das ist so wichtig, dass wir jetzt für uns mit uns sind und uns für uns sorgen, ohne dabei jetzt das Außen zu vergessen, aber wenn ein Ungleichgewicht ist, so wie in der Botschaft war, so wie bei dir, Jeet, dann kann es möglich sein, dass dich das aus der Bahn wirft und du dann nicht, also das so fühle ich das gerade, dass du dann nicht, dann kannst du das in der Form nicht mehr aufrechterhalten. Das nur nach außen, die Liebe so nach außen, ja. Weil du für dich dann, es ist unmöglich. Weil es schleudert dich und ja, du bist dann so zurückgeschmissen und liegst vielleicht in der Ecke und weiß, wie ich meine, so.
Deswegen war es wichtig, das nochmal ausgesprochen zu haben. Also vielen, vielen Dank, Verena. Ja, gerne. Mhm. Und ich denke, Chi tut am meisten für außen, wenn er was für sich tut. Mhm. Weil es ist einfach innen wie außen. Mhm. Das ist einfach, die Selbstpflege ist eigentlich am wichtigsten. Mhm. Schön. Ja, also ich habe auch das Gefühl, sie möchte sehr aktiv werden. Okay. Ja. Durch dich, frag mal, durch dich oder durch, also Sprache durch dich oder durch mich? Nee, ich glaube, also sie ist offen auch für mehrere, weil ich glaube, dass eine Person das auch gar nicht schafft, also ihre Vielfältigkeit. Weil jede auch so eine andere Resonanz zu ihr hat, ist es gut, wenn es vielleicht mehrere Leute machen. Also für mich ist es jetzt wirklich ein neues Erlebnis, jemand so stark körperlich zu spüren. Mhm. Ich spüre total ihre Wildheit, ihre Durchgeknalltheit, ihre Verrückt, ihre, boah, das ist so, das da hätte ich richtig Lust, das auszudrücken. Ja, sie auch. Ihre, boah, die ist so crazy. Ja, die steht richtig, in den Startlöchern, ne? Und wird am liebsten in den Körper rein und loslegen auf ein neues. Oh, ich sehe gerade Fotos, die sucht gerade Fotos. Wow, unglaubliche Frau. So viele Gesichter, also da jetzt weiß ich, was du meinst, Serena. Mach auch mal an. Von total zart bis so feminin, so wild, so wow, alles. Also allein die Fotos schon, die sprechen für sich. Mhm. Und Majid, wenn es möglich ist, wird es gleich zeigen. Das ist unglaublich. Ja, es ist echt verrückt und es ist einfach innerhalb von einer Sekunde ist sie da, gell, ohne Vorwarnung. Ja, so genau wie die Dynamik jetzt ist, passt. Ja. Ja. Also ich habe vor mir, es war am Montag, haben wir uns, wir haben so einen medialen Zirkel, wo wir uns alle zwei Wochen treffen und quasi die geistige Welt sprechen lassen oder ja, Botschaften Menschen geben, die einfach da noch keinen Kontakt damit hatten. Und auf jeden Fall hatte ich mein erstes Erlebnis mit, also inspirierten Sprechen ist schon ein bisschen untertrieben. Also es war eine unglaubliche Kraft und Macht hinter mir gestanden und ich wollte gar nicht sprechen, aber es kam dann so durch mich. Und also ich hatte dann eine Botschaft für alle, die da waren und es war also unglaublich, ich kann es auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie ich mich da gefühlt habe. Mhm. Und also ich merke einfach, dass sich die Energie extrem verändert gerade und irgendwie alles mehr möglich ist. Gell? Mhm. Total. Also wir spüren auch nur, dass es, da kommen Dinge auf einmal so, Wunder so. Ja. Ah, jetzt kann man die Fotos sehen von ihr. Aha, ja, ich warte noch. Ich sehe es noch nicht. Ja, es ist immer ein bisschen zeitverzögert, genau. Ja, irgendwie, ich kann es nicht speichern, irgendetwas funktioniert nicht, ne? Ja. Ah, okay. Aber auch das hier, ne? Ach so, geht das nicht, geht nicht anders, ne? Warte mal, Moment. Ja, genau. Ja, aber dann sehe ich nicht, was Ach da... Ach so. Ah ja, okay. Mhm. Oder ich mache es jetzt anders, warte mal. Ich mache es jetzt anders. Ah, jetzt wird es ein bisschen ruhiger bei mir. Das können wir unsere Arbeit tun, ne? Dann können wir uns entspannen. Aber weh, du hättest es jetzt nicht angerufen und ausgesprochen. Dann hättest du vielleicht eine unruhige Nacht gehabt oder nicht. Ja, das wäre jetzt. Ja, ich werde dann schon wie dazu getrieben, dass wenn es was Dringendes ist, dann kriege ich dann so starkes Herzklopfen, dass ich es aussprechen muss. Mhm. Aber auch erlaubt von mir. Alles Dringende darf kommen.
Ah, jetzt sieht man schön die Fotos. Kannst du sehen? Ja, das ist ganz stark. Ne? Wow. Tolle Frau, wow. Mhm. Okay. Ja, dann, das freut mich und das ist für mich auch, was ich meinte mit diesem Mitgefühl, ne? Für alles, was wir noch erledigen wollen, unser Wesen oder unser Geistwesen, finde ich einfach schön, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Ne? Okay. Ja. Gut. Und ich wurde, weißt du, du brauchst nicht, dein Körper muss nicht aufgeregt sein, weil du kannst Informationen geben, so, du hast das Recht so gut, wie du kannst. Du musst nicht so wie sie sein, weil du bist Vermittlerin, ne? Ja, also ich habe sie dann schon jetzt gebeten, einen Schritt quasi zurückzumachen, weil es sonst so extrem ist einfach. Für sie, ne? Für mich ist ich glaub, ihr ist es egal. Nee, das funktioniert auch, also die Kommunikation. Manchmal hilft es einfach auch, körperlich das so stark zu spüren, um die Sicherheit zu bekommen, dass ein Kontakt da ist. Es hat mir lang geholfen, um damit arbeiten zu können. Okay, das heißt, in Ehren für uns, denke durch die Wertschätzung der Wesen, der Geistwesen. Es hat auch ein Geschenk für uns und für die Geistwesen. Ne? Ja, genau. Und deswegen freue ich mich, wenn du aufmerksam bist, weil diese Beziehung ist mir einfach auch wichtig. Ne? Ja. Es ist mir eine Ehre, finde ich toll. Und stell dir vor, du bist irgendwo in eine andere Dimension und du möchtest kommunizieren. Und da ist irgendeine Verena, die das mitkriegt und die sagt das dann nicht, ne? Ja, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Würde ich schon probieren, gell? Okay, welche Drüse, Verena, ist bei mir am meisten angesprochen? Also jetzt kam spontan in der Brust. Die Thymusdrüse. Thymusdrüse. Ja, das muss die Thymus sein. Obwohl wir haben so viele, die wir nicht, okay. Herz auch, ja. Aber es kam ganz klar, Thymus. Thymusdrüse, okay. Ja. Das hört sich richtig hohl an. Ich klopfe auf meine Drüse. Das ist gut. Klopf, klopf, ist jemand da? Ich würde nicht so viel, sonst kannst du nicht schlafen. Das sollte man abends nicht so viel tun. Ach. Ja, aber so vielleicht mit einer Affirmation verbunden ist es vielleicht eine gute Sache. Ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich. Ja, ich gebe mir Zeit. Das war nicht so überzeugend. Mit mir. Hast du gehört? Was? Ich gebe mir Zeit mit mir. Ich gebe mir Zeit mit mir. Ja. Echt? Das verstehe ich nicht. Das war mir klar. Ausländer. Zeit. Gute Ausrede. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ja. Stimmt, für mich alles schnell, schnell, ne? Ja. Das ist das eine, aber auch Zeit, dass du dir Zeit, Raum gibst für dich, das ist auch damit gemeint. Genau. Jetzt habe ich es verstanden. Zeit und Raum. Also ich bin wirklich sehr berührt und ich bin stolz, dass ich dich nochmal dran erinnert habe. Ja, ich auch. Dass du es gesagt hast und geschrieben hast und das, okay. Ja. Vielleicht noch, was für eine Meisterschaft bringt diese Verbindung jetzt mit mir, Maria Callas oder mit uns? Was meinst du mit Meisterschaft? Also in dem Moment, also durch die Drüsen öffnen wir was Neues. Das heißt, die Geistwesen der Vergangenheit werden wertgeschätzt, durch und mit einbezogen in all der Dynamik, speziell in diese neue Dynamik und in diese neuen Impulse und Quantensprünge. Und durch die
durch die Öffnung und Reinigung der Drüsen und Beschäftigung mit der Vergangenheit, die dann aufgelöst wird, weil sie mit aktiv wird, zeigt sich eine neue Meisterschaft. Ne? In Verbindung mit der Thymusdrüse zum Beispiel. Aha. In Verbindung mit der Thymusdrüse, sagt Sabine. Also ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was du meinst, weil ich schon ein bisschen abgeschalten habe, mein Dienst ist getan. So kommst du mir, ja. Aber nach 5 Minuten schon Feierabend noch. Feierabend, ja. Nee, ich habe einfach das Gefühl, dass du die Impulse, die du für, also in Anführungszeichen für Gott und die Welt bekommst, einfach, die du auch für dich bekommst, aber eben nicht auslebst, die wahrzunehmen. Also es ist einfach so, wenn du die Idee bekommst, jetzt würde ich mich gern hinlegen, aber ich kann nicht, oder also einfach so diese Kleinigkeiten wahrzunehmen, die du so ein bisschen auf die Seite, auf die Reservebank quasi schiebst. Okay. Aber durch diese Begegnungen, durch dich, alles, was jetzt geschieht, durch diesen Impuls von Maria Callas, welche Meisterschaft kann sich noch? Du meinst die Meisterschaft, Details zu sehen? Deine, also was dich betrifft, das ist einfach ganz wichtig. Okay. Die Details für dich zu sehen, was für dich wichtig ist. Okay. Schön, dankeschön. Und deine, das glaube ich, das ist gestern was, ich kriege den Zusammenhang von gestern auch mit, das hat, glaube ich, Josef gesagt, deine Größe, also deine Größe, die man im Außen, also jetzt auch, wenn du das für dich, dann kommt das, dann brauchst du gar nicht mehr viel tun, das wirkt so und das steckt so an und boah, dann beschenkst du eigentlich noch mehr. Mhm. Und musst gar nicht so viel mehr dafür tun, sondern es geschieht einfach so. Stimmt, der Josef hat das geschrieben. Man tut am meisten viel. Ja. Genau, Josef, wir ergänzen uns wunderbar. Ja, wir sind super. Trotz Schneesturm draußen und wir arbeiten noch. Josef sagt, man tut am meisten für sich, wenn man den Gegensatz von Liebe in sich integriert. Vertrauen, Geduld und Dankbarkeit ist eine Basis. Geben ein irdisches Prinzip und bewege das ganze System. Und bewegt das Ganze. Mhm. Ja, mit dem Sein, das ist einfach. Ne? Aha. Hört sich so einfach an, ja. Mhm. Übungssache. Schön. Ja. Also, vielleicht singt noch jemand. Ja, jetzt wurde ich einfach, Undine, wenn du dich vielleicht vorbereitest, dann schalte ich einfach auch um, weil dann ist einfach auch eine extra Aufzeichnung. Weil das wird nicht integriert in das System und ich kann das nicht, ist eine Speichertechnik, ne, Problem. Okay, dann vielen Dank, Verena. Ja, ich danke auch. Und ob sie mit in diesen Chat da möchte? Willst du in diesen Chat, in diesen kollektiven Chat mit rein, wo die anderen einfach auch schreiben? Natürlich will ich da rein. Okay. Den Impuls. Das heißt, jeder, der es gibt jetzt ein... Und Dine bestimmt auch. Ja. Und da haben wir einfach gesagt, dass wir das, weil viele geben dann einfach auch andere Info, meistens während der Sendung und mit Sachen, die einfach auch mit der Sendung zu tun haben. Ne? Dann füge ich dich einfach in diese Gruppe dazu. Und was du da schreibst, kann das dann einfach auch ganz jeder mitlesen. Ne? Bei V, ganz unten. Okay. Und wie komme ich da rein? Ich melde mich einfach normal an. Nee, Jeet macht das. Nee, ich mache das jetzt und das siehst du dann. Ne? Da kommt ein Gruppending. Ganz unten. Und dann siehst du einfach auch immer, auch wer da ist. Okay, Verena. Und wer war noch? Da wollte noch Undine? Jemand. Achso, weil Undine hat noch nicht gesagt. Undine, wenn du auch willst. Wo ist Undine jetzt? Ah ja. Okay. Mal gucken, was Undine sagt. Ja, okay.
Gut, dann ich gehe kurz an die vielen Dank, Verena. Ja, danke schön. Du bist entweder ein Engel oder ein Bengel, aber ich glaube, dass das Bengel kommt irgendwann wieder raus. Und das wird uns einfach auch freuen und erfüllen, denn der Bengel ist ein Teil des Engels, ne? Ja. Mhm. Dankeschön, ne? Gerne. Und du sagst immer alles, ne? Hältst du nichts mehr zurück? Ab sofort. Okay, dankeschön. Wow. Ciao. Hat Tschüss. Gut getan. Ja. Hat echt gut getan. Danke. Ja. War schön. Wow, das hat geholfen mit meiner Schilddrüse, die Übungen. Sie kommen immer. Bilde ich mir jetzt ein. So. Mhm. Musst du hier ran? Ja. Mhm. Okay. Bin umzingelt. So, dann. Josef schreibt noch was. Ach nein, das war. Das haben wir schon gelesen. Es ist einfach. Und du, Undine schreibt, weil die. Ich schreibe. Ah, okay. Die das schreibt. Das nichts lesen, ne? Weil das ist dann. Ja, nein, das lese ich jetzt nicht. War schön. Und ich danke, ich wollte allen Danke sagen, weil ich bin jetzt durch die Sendungen, denke, es war auch spürbar, ist irgendwas mit mir geschehen. Ich hatte gestern so ein richtiges Tief, im Zusammenhang so in letzter Zeit, Moment. Ja, hallo? Hallo? Hallo, jetzt nicht auf das Fernsehen hören, sondern hier. Hallo, wer ist da? Hallo? Ja, hallo, grüß dich, Undine. Undine, grüß dich, hallo. Ah. Sag mir bitte nochmal, wo ich die ID finde. Also ja, warte mal, dann mache ich leise, sag du mal. So, hallo. Genau, jetzt, okay, machen das Technische. Ja, zum Abschluss wollte ich mich bedanken bei allen. Aber ich hatte, wie gesagt, gestern ein Tief und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, ich habe mich viel zurückgezogen und mit mir in diesem All-Eins-Sein, Allein-Sein. Und es hat mir irgendwie gut getan und doch habe ich irgendwie den Anschluss, habe ich das Gefühl, ich bin zwar da, aber doch nicht richtig drin in der Gruppe, in den Sendungen. Und das hat mich richtig Tag für Tag, das hat mich ermüdet, das hat mich... Irgendwie war es schön, aber irgendwie habe ich mich dann oft nicht gut gefühlt danach. Oder konnte es kaum aushalten, wenn es länger gedauert hat. Und gestern gab es so einen totalen Tiefpunkt. Und man sagt ja dann, wenn man meint, man ist am weitesten davon entfernt, es war dann eine totale Leere, dann ist es eigentlich nur noch ein Schwung. Tschuck, die Umkehr ist da. Dann, wenn man meint, man ist am meisten von Gott, vom Göttlichen entfernt, ist es eigentlich nur ein Schnips. Und das ist so, fühle ich mich. Fühle mich wie... Ich muss dann jetzt woanders, ne? Ja, einfach die Entscheidung getroffen, mit euch zu sein, mit. Und ich habe die Erfahrung ja schon gemacht, alleine auf Sendungen. Das hat mich, ich wusste nicht, was ich mache und ich habe einfach nur da gesessen und musste weinen und mir in die Tränen gelaufen, weil ich mich das so berührt hat, die Verbindung so zu spüren. Und das habe ich in letzter Zeit irgendwie... Irgendwie hatte ich die Entscheidung getroffen, so mich abzukapseln, was vielleicht auch mal eine Zeit lang, okay, gibt kein richtig oder falsch, es war so. Und jetzt bin ich total glücklich und ich merke, dass es mir, obwohl ich vorher schon ziemlich müde war, jetzt einfach Kraft gegeben hat und fühle mich aufgeladen und ich fühle mich einfach total gut und ich fühle mich sehr, sehr verbunden mit euch. Und die Worte gestern, die haben mich fast noch trauriger gemacht, die Abschlussworte. Also ich konnte die nicht fühlen. Ich fühle euch in mir oder die schönen Worte, die Josef denn geschrieben hat und die anderen auch und Schelka vor allen Dingen. Und heute kann ich es fühlen und dann wollte ich euch Danke sagen. Das tut gut. Ah, jetzt kommt's. Schön.
Und das ist so wichtig jetzt in der neuen Dynamik, dass wir verbunden sind, dass es gibt uns total Kraft und Halt. Und danke wirklich jeden Einzelnen von euch, jeder Seele. Ah, danke. Und jetzt freue ich mich, wenn Undine das besingt. Ich brauche noch einen Moment. Verena schreibt noch was. Deins? Dein Sprecher meinst du? Danke, Sabine, für Mitteilen, Verena, nee, danke. Also das mache ich jetzt ja. aus, weil... Ging es dir auch so, Verena? Weil du warst in letzter Zeit auch nicht so spürbar oder warst nicht so da? Wir haben immer totale Parallelen, das ist so spannend. Ach so, ah ja. Und einfach die Wellen, von denen ich gesprochen habe. Ah, okay, ja. Aber warte mal erstmal. Und es ist gut, das einfach als durchgemacht zu haben oder so gefühlt zu haben, das Alleinsein, das Verbundensein, das. Brauchst du bestimmte Programme oder mit einem anderen Computer? Miteinander sein, ineinander, umeinander. Ich könnte das hier laufen lassen. So, dann ist man jetzt gewappnet. So fühle ich das. Aber es ist erlaubt. Tut total gut. Naja, das sind schon, ich spreche ein bisschen, Gesetze sind streng. Ne? Heute ist ja in dem gemeinsamen Skype, in der Skype-Gruppe, total ruhig. Da hat noch gar niemand geschrieben. Sending. Ist ja ganz ruhig. Jeder schreibt einzeln, aber ist auch okay. Verena schreibt, ja, ich habe auch nicht das Bedürfnis, immer mitzufühlen. Suche dann auch Abstand, aber das gehört auch dazu. Genau. Mir war es einfach die letzten Jahre einfach zu viel und ich habe bewusst entschieden, einfach mal Abstand zu nehmen. Und das brauchte ich, ja. Und das wichtig, dem zu folgen. Oft habe ich das geurteilt oder jetzt bin ich wieder da. Du wolltest Audio aufmachen? Ja, ich bin da. Hier? Und machst du Audio auf hier? Wieso ruhig? Wo seid ihr denn? Okay, gut. Bei mir ist keine Gruppe sichtbar. Weil das geht lang. Was? Echt? Also die Gruppe heißt, da steht Samuel, Tegaro, Dani, Josef, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das ist die Gruppe. Wenn du da draufklickst, dann kommen alle in der Gruppe. Samuel, Ingrid Stadelmann, Undine, Dani, Schelka, Josef, Pia, Verena, Undine, sind alle drin. Seht ihr das? Jetzt. Danke, Markus. Naja, es ist, weil... jeden Tag bist du ganz liebevoll begleitet, liebe Sabine. So schön, was du fühlst, du erfährst und durch dich ausdrückst. Danke, liebe Markus. Dankeschön. Dich kriegen wir auch noch. Tut aber echt gut. Tust echt gut, Markus. Jetzt, schön. Ja. Warum kriege ich das nicht hin? Jetzt haben wir. Jetzt ist der Chat lebendig geworden. Sonst kann ich dich nicht schalten. Schön deine Worte, Sabine. Heute bin ich eine stille Zuhörerin. Grüße an alle. Also ihr könnt es ja selber alle lesen, genau. Jetzt, ihr habt das gar nicht gewusst, genau. Also da immer draufklicken und dann seht ihr, und oben seht ihr alle, die dazugehören. Genau. Und das haben wir einfach für die Sendungen jetzt. Jetzt hängt's, ne? Und ihr könnt euch da auch jederzeit, wenn ihr es nicht mehr wollt oder da entweder sagt Bescheid oder ihr könnt euch da selber auch entfernen. Also das ist gar kein Problem. Ich möchte aber. Aber ich finde es schön, wenn man da, in der Form sind wir jetzt dann auch verbunden. Ja. Nee, ich meine, schön. Es ist so, wenn ich diese Taste nicht drücke,
Dann hört man auch, es gibt, das ist ein Audioproblem, ne? Dann hört man auch, aber guck mal nochmal über den Kopf von Sabine, ob du diese Audio auf On, auf den Button klickst, dann musst du auf Off gehen. Es gibt auch einen Chat auf Cheats Seite, aber der ist nicht aktiv, Verena. Weil der wird oft missbraucht, leider, oder wurde oft missbraucht. Ah, vielleicht können wir es wieder mal probieren. Aber so ist in dem Skype, in der Skype-Gruppe, fügen wir ja alle hinzu und es kann nicht missbraucht werden. Und das ist, sind wir erstmal auf der sicheren Seite. Deswegen haben wir erstmal so die Form gewählt. Da wissen wir ganz genau, wer reinkommt und nur auch wer möchte. Genau. Ist die Clarisse auch drin? Cooler. Ah ja, die haben wir noch nicht gefragt, die ist noch gar nicht drin, die hat es noch gar nicht mitgekriegt. Ja. Okay. Ja, ist gut. Clarisse, wenn du möchtest und da bist, dann kannst du schreiben, ob du auch in diese Gruppe mit rein möchtest. Genau. Okay, dann machen wir das telefonisch, ne? Aha, also ich höre gerade. Okay, warte mal. Undine war schon öfter auf Sendung, aber es. Ja, das funktioniert ist so schnell jetzt wohl nicht. So, okay. Dann schalte ich jetzt. Ne? Okay, ich höre gerade. Jetzt bist du live. Jetzt bist du live. Undine war schon öfter auf Sendung. Achso, du musst den Ton im Hintergrund ausmachen, genau.